So, letzte Folge für mich heute. Meine Frau hat in 15 Minuten Feierabend. Die wird so in 25 Minuten ungefähr daheim sein. Und deswegen eine Folge nehme ich jetzt noch auf. Wir machen hier gerade in den Ruinen der brennenden, wie heißt das, Ruinen der brennenden Klinge, müssen wir jetzt noch 5 Oger insgesamt killen. 2 Zamalmer und 3 Mystiker. Dann sind wir mit der Quest fertig. Hier mit den Obsidian-Kriegsperlen. Ach, die sind seelengebunden, okay. Heißt, die können wir gar nicht im Auktionshaus verkaufen. Schade. Da die Kristallpulverprobe von Ocean Goon brauchen wir später auch noch. Ist auch seelengebunden. So, wir brauchen jetzt noch 2. Nee, 3 Mystiker. Also 2 jetzt noch und einen Samalma. Wobei ich würde gerne mal ein Stück hierher kommen. Einmal eine große Heilung bitte. Also wir brauchen jetzt noch 1 und 1. Also nicht den Telefonanbieter. Da war ich früher gewesen. Nie mehr 1 und 1. Das gab damals bei mir sogar einen riesen Rechtsstreit mit 1 und 1. Und zwar gab es von meinem Vertrag eine Rückbuchung, obwohl mein Konto gedeckt war. Ich habe das dann überwiesen und 1 und 1 hat so gesehen gesagt, okay, die Überweisung ist für die nächste Abbuchung, haben dann aber kein Geld mehr abgebucht. Dann haben sie mir meinen Zugang gesperrt. Zu dem Zeitpunkt war ich dann auch gerade wegen meinem Schlaganfall im Krankenhaus. Und ich hatte keinerlei Möglichkeit zu telefonieren oder ins Internet zu gehen. Und da habe ich damals, ich bin sogar zum Rechtsanwalt gegangen, habe gesagt, hier, das kann nicht sein. Ich habe das direkt wieder überwiesen. Die haben das als Folgebetrag gebucht. Und ich brauche mein Internet. Hallo, warum greift der andere auch an? Ich brauche mein Internet. Ich hätte mein Telefon gebraucht. Ich war im Krankenhaus gewesen. Und die sagen einfach, ja, das ist halt mit der Folgerechnung beglichen worden. Also so doof muss man sein. Wenn was zurückgebucht wird und ich überweise das direkt, dann muss doch eigentlich klar sein, dass das für die zurückgebuchte Rechnung ist und nicht für eine Folgerechnung, die 3 Wochen später irgendwann fällig ist. Hätte ich kotzen können damals. So, hier brauchen wir 15 Agenten von Killzorg und Giselda die Alte. Diese Quest werden wir auf jeden Fall heute abschließen, bevor wir dann hier heute aufhören. Ich weiß nicht, ob die Zauberbinder auch dazu gehören. Ja, die gehören auch dazu. Ja, und ich hatte 2 Verträge bei 1 und 1 zu dem Zeitpunkt und habe beide fristlos gekündigt, habe auch keine Zahlungen mehr. Ach du Scheiße. Der Trottel hier hat mich von drinnen gesehen. Ja.
und habe halt wirklich die Verträge fristlos gekündigt, habe gesagt, ich habe kein Vertrauen mehr in 1&1, ich will da keinen Vertrag mehr haben. Ja, und das Ganze ging dann auch vors Amtsgericht und 1&1 musste die Kündigung hinnehmen und hatte keine Chance, den Restbetrag, weil der eine Vertrag, der war gerade mal 3 Monate alt, der andere wäre, glaube ich, noch 6 Monate gelaufen und konnte ich ohne Probleme kündigen. Das war schön damals. Hat mal wieder Geld gespart. Und tschüss. So, wir heilen uns nochmal. Wir brauchen hier das wieder. Wir brauchen hier das wieder. Dann müssen wir, glaube ich, uns auch mal hinsetzen. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal. Oh, Teufelskreis. Da rein. Weil die wollen jetzt, glaube ich, auch Griselda, die Alte, töten. Die ist gerade tot. Wir machen das jetzt einfach so. Wir stellen uns hier hin und dann wird sie angegriffen, wenn sie kommt. So machen wir das. Also, wenn ihr irgendwie mal Probleme mit dem Internetanbieter, Telefonanbieter oder sonst was habt, scheut euch nicht irgendwie dagegen, Einspruch einzulegen, euch mit denen anzulegen, weil die haben es nicht anders verdient. So, wir müssen jetzt hier warten. Ja, ich habe keine Lust nochmal zu warten, bis sie spawnt. Deswegen stehen wir jetzt hier. Könnte zwar etwas langweilig werden, bis die wiederkommt. Mal gucken, was wir so in den Taschen haben. Das kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Ja. Ja, ich spam jetzt hier die 1 schon. Wenn die kommt, dass ich hier direkt angreifen kann. Oder so. Aha. Also wir hätten sie eh nicht gekriegt. Okay. Ist gekillt. Wir brauchen jetzt noch 9 von den anderen. Gut, dann hier draußen ist auch ein bisschen Betrieb. Keine Ahnung, ob die jetzt mitmachen noch. Ob die da drin auch am Killen sind. Ich weiß nicht. Warum schickst du den durch die Gegend? Okay, wir brauchen noch 6 Stück.
Ja, so kriegen wir die Quest wenigstens etwas schneller fertig, wenn wir jetzt mit denen zusammen das machen. Wir kriegen zwar nur noch 410 Erfahrungspunkte, aber das ist ja scheißegal. Na komm, gib mir die teuflische Waffe. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Und Bedarf. Ey. Das ist aber scheiße, Leute. Bedarf zu machen. Also bei sowas macht man normalerweise immer nur Gier, weil das ist ein Gegenstand, den man nicht anziehen kann und da ist Bedarf blöd. So, den hier noch, dann bin ich fertig. Was hat der? Blutdurst. Okay, das könnt ihr von mir aus haben, das ist mir scheißegal. Gut, dann war's das hier. Da unten ist irgendwas zum Kräuterkundlern. Traumwinde. Nehmen wir mit. Und dann einmal zurück nach Telar. Ich gehe einfach aus der Gruppe raus. Die haben mich ja auch nicht gefragt, ob ich in die Gruppe rein will. Wir gehen jetzt zurück nach Telar. Wir haben jetzt 3 Quests noch abgeschlossen. 2, 4, 6, 30% haben wir jetzt. Oh, weg. Schade. Und, ne, 4 haben wir abgeschlossen. Grimmige Feinde. Gesucht Giselda die Alte, Ruin der brennenden Klinge und Hilfe. Gibt es hier vielleicht noch ein Luftelementar? Da ist ein Erdelementar, das brauchen wir nicht. Da ist ein Staubteufel. Staubwirbel. Ja, den killen wir jetzt, weil wir da noch eine Quest haben, wo wir 3 Luftelementargase brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch 2. Aber heute werden wir die Quest wahrscheinlich eh nicht mehr abschließen, weil ich glaube nur noch hier vorne links ist ein Luftelementar. Und ansonsten müssen wir jetzt gucken. Diese Wolken hier kann man als Inji, gibt es ein Gerät, wo man diese Wolken extrahieren kann. Wollen wir es so nennen? Extrahieren. Ja. Knotenhautleder. Und Knotenhautlederfetzen. Da ist noch ein Staubwüterisch. Den können wir jetzt auch noch angreifen. Vielleicht haben wir ja Glück und können die Quest direkt noch beenden. Ich glaube es nicht. Nee. Nein, können wir nicht. Gut, dann geben wir die anderen Quests jetzt alle ab. Und dann war's das für mich heute. Dann habe ich heute 2, 4. Moment, wo bin ich denn? Wir haben heute 2, 4, 6, 8, 9 Folgen schon wieder aufgenommen. Ich bin jetzt im Vorlauf von 4 Wochen. Müsste eigentlich reichen. So, grimmige Feinde.
bitteschön. Also wir können hier noch mehr Kriegsperlen die ganze Zeit jetzt abgeben. Giselda, die das Alte. Hammer. Dann einmal hier durch. Tag. Wir werden überleben. Bitteschön. Korki wird schon wieder vermisst. Arekron in Telar bittet euch, Korki zu suchen und zu befreien. Bis dann. Ja, ausnahmsweise. Und die Kurenei hat sich schon wieder verbessert. Das ist sehr schön. So, hier oben können wir noch eine Quest abgeben. Nicht so beenden. Die Zwillingsschluchten von Nagrand. Momo, der Brecher in Telar in Nagrand, möchte, dass sie 25 Krieger der Felsfäuste und 25 Magier der Felsfäuste tötet. Dieser Stab ist besser als den wir haben, obwohl da ist keine Trefferwertung drauf. Dafür 4 mehr Beweglichkeit, 4 mehr Stärke und die Angriffskraft ist um 36 erhöht. Okay. Friede sei mit gut. Euch. Gucken wir mal, ob wir die morgen direkt machen oder ob wir die in eine der folgenden Folgen dann machen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und sind wir hier im Gasthaus? Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.